2022 geht das letzte deutsche Atomkraftwerk vom Netz. Die Mehrheit der Deutschen möchte nichts mehr damit zu tun haben. Doch während sie gegen Atomkraft demonstrieren, feiern andere Regierungen Kernenergie jetzt als Rettung gegen den Klimawandel. Und sie alle entwickeln neue Kraftwerke, die Unfälle unmöglich machen sollen. Wir benutzen Technologie, die 50 Jahre alt ist. Obwohl es mittlerweile neuere Technik gibt, die sicherer ist, effizienter und günstiger. Und diese Reaktoren sollen unseren Atommüll in Energie umwandeln können. Wenn das stimmt, könnte das sogar Atomkraftgegner umstimmen? Haben wir uns doch zu schnell vom Atomstrom verabschiedet? Vor einem Jahr war unsere Redakteurin Mandy für Galileo in der Sperrzone von Fukushima. Sie hat mit eigenen Augen gesehen, was Atomkraft anrichten kann. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie man nach allem, was passiert ist, noch für Atomkraft sein kann. Wird sich Ihre Meinung im Laufe des Beitrags ändern? Und wie ist es bei Ihnen? Laden Sie sich jetzt die Galileo-App herunter und halten Sie uns auf dem Laufenden. Sind Sie gerade dafür oder dagegen? Befürworter finden wir in den USA, eines der führenden Länder in Sachen Atomkraft. Auch private Investoren befeuern die Entwicklung von neuen Reaktoren mit 1,3 Milliarden Dollar. Darunter auch Bill Gates. Nach monatelangem Warten bekommen wir eine Drehgenehmigung fürs nukleare Forschungszentrum der US-Regierung. Mitten in der Eiswüste von Idaho. Abgeschirmt von der Umwelt testen sie die neuen Atomkonzepte. Chefwissenschaftler Jess Jean hat am MIT studiert und ist eindeutig für Atomkraft. Nur mit Genehmigung darf man in das Gebiet reinfahren. Einen fertigen Reaktor gibt es noch nicht, aber einen Testreaktor, in dem sie Experimente durchführen. Die Sicherheitsstandards sind dementsprechend hoch. Das ist auch das Streitthema Nummer 1 bei Atomkraft: sichere Reaktoren. Jess ist überzeugt, dass Atomkraft sehr sicher ist. Das überrascht uns. Kernenergie und Sicherheit, wie passt das zusammen? Es gibt weniger Tote als bei allen anderen Energiequellen. Die Zahlen beweisen das. Viele empfinden es nur als unsicher wegen der Unfälle. Über die beiden Super-GAUs, Fukushima und Tschernobyl, berichten damals Medien aus allen Ländern. Und jeder fürchtet die unsichtbare Gefahr durch radioaktive Strahlung. Das prägt unsere Ansicht bis heute. Der Faktenvergleich mit anderen Energiequellen fällt aber überraschend anders aus. Wir schauen uns Kohle, Atom, Wind und Wasserkraft an. Laut Statistik wirkt Atomenergie sehr sicher. Insgesamt sind es 90 Tote. Mitgezählt werden sowohl Bauunfälle als auch durch Verstrahlung Verstorbene bei Unfällen wie Tschernobyl und Fukushima. Doch direkte Strahlentote sind es tatsächlich weniger als gedacht. Laut Statistik ist Atomkraft sogar sicherer als Kohle mit 100.000 Toten. Auch hier schließt die Statistik Unfälle in der Mine und beim Transport ein, aber eben auch die Luftverschmutzung. Im Vergleich zu Atomkraft ist sogar Windkraft gefährlicher, weil es natürlich auch hier zu Unfällen kommen kann. Und noch viel erstaunlicher, die als grün gefeierte Wasserkraft verzeichnet 15 mal so viele Tote wie Atomkraft. Der Grund? Immer wieder fordern Staudammbrüche Tausende von Opfern. Wasserkraft verteufelt trotzdem kaum jemand. Ist unsere Atomangst also unbegründet? Christoph Pistner vom Öko-Institut ist dagegen. Er ist Experte für Reaktorsicherheit und berät die Bundesregierung. Die erste Schwierigkeit bei solchen Statistiken: Krebsfälle können nie eindeutig auf die Strahlung zurückgeführt werden. Sie existieren, aber tauchen eben nicht in der Statistik auf. Und wenn es in einem AKW kracht, dann ist das schnell ein Riesenproblem. Wenn in einem Atomkraftwerk mitten in Europa ein schwerer Unfall passieren würde, dann werden einfach sehr, sehr große Landstriche auf Dauer unbewohnbar. Die finanziellen Folgekosten wären extrem. Das heißt, bei jedem Unfall besteht die Gefahr, dass ganze Regionen ausgelöscht werden. Länder wie die USA haben es da natürlich einfacher als das dicht besiedelte Europa. Ein deutliches Argument gegen neue Atomkraftwerke in Deutschland. Doch
Doch die amerikanischen Forscher sagen, die neuen Reaktoren werden schwere Unfälle vermeiden, denn sie sind so gebaut, dass sie zum Beispiel bei Überhitzung alleine aufgrund der Naturgesetze wieder abkühlen. Das System reguliert sich selbst. Der AKW-Mitarbeiter kann den Kontrollraum verlassen, weggehen und er weiß, dass der Reaktor sicher bleibt. Dafür braucht es unter anderem neue und sicherere Brennstoffe. In ihrem Forschungsreaktor simulieren sie damit Unfälle wie bei einem Autocrash-Test. Die Idee: passive Sicherheit. Die funktioniert so. Einer der neuen Reaktoren ist der sogenannte Laufwellenreaktor. Hier bestehen die Brennstäbe aus Metalluran. Metall dehnt sich bei Erwärmung aus. Das hat Auswirkungen auf die Sicherheit. Denn bei der Kernspaltung werden Neutronen frei, die wiederum weitere Kerne spalten. Es entsteht eine Kettenreaktion und damit Energie. Durch die Ausdehnung der Metalluranstäbe bei Erhitzung vergrößert sich der Abstand zwischen den Atomen. Die frei werdenden Neutronen können nicht mehr so viele Reaktionen anstoßen. Kommt es also zu einer Überhitzung, kühlt der neue Reaktor von alleine wieder ab. Was wäre passiert, wenn Sie damals in Fukushima so einen Laufwellenreaktor gehabt hätten? Der Reaktor wäre heiß geworden und dann hätte er sich ausgedehnt und sich selbst abgeschaltet. Er wäre abgekühlt und damit zurück in seinen Normalzustand gekommen. Wahrscheinlich hätte es keinen Unfall gegeben. Das klingt nach einem schlagenden Argument und lässt unsere Redakteurin an ihrer Ablehnung zweifeln. Wie geht es Ihnen? Vergessen Sie nicht, Ihre Meinung in der App neu einzugeben. Doch für neue Brennstoffe brauchen die Forscher oft auch neue Kühlmittel. Und das ist laut unserem deutschen Experten schwierig. Wenn wir statt Wasser andere Kühlmittel verwenden wollen, flüssiges Natrium, flüssiges Blei, Gas, Salzschmelzen, dann sind das alles Stoffe, die sehr, sehr stark Materialien angreifen können. Das heißt, ich brauche ganz neue Materialien für die Strukturen eines Reaktors, für die Kühlkreisläufe. In der Theorie sind die neuen Reaktoren also definitiv sicherer, in der Praxis noch nicht. Es gibt noch keinen fertigen Prototypen. Doch die Forscher aus Idaho arbeiten mit Nachdruck daran. In 5 Jahren wollen sie den ersten Reaktor auf den Markt bringen. Dabei hilft ihnen Computertechnologie. Früher mussten sie alle Experimente durchprobieren. Heute erledigt das in vielen Fällen eine Computersimulation. So können sie gezielter testen und damit Zeit und vor allem Geld sparen. Das ist wichtig, denn der zweite Diskussionspunkt sind die Kosten. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung machte jedes deutsche Atomkraftwerk in seiner Laufzeit 5 Milliarden Euro Verlust. Ein Grund ist der Bau, der verschlingt oft Milliarden. Wie bei allen Großprojekten dauert alles länger als gedacht, im Schnitt 10-mal so lang. Das zeigt sich dementsprechend an der Steckdose. Atomstrom kostet ca. 13 Cent pro Kilowattstunde, Strom aus erneuerbaren Energien rund 9 Cent. Kernenergie ist heute deutlich teurer als regenerative Energien. Ob das jetzt eben zukünftige Reaktorkonzepte schaffen, so viel günstiger sein zu können als die heutige Kernkraft, das steht in den Sternen. Nuklearforscher Jess aus Idaho will nach diesen Sternen greifen. Wir senken die Gesamtkosten, indem wir einfacher bauen, wie zum Beispiel bei den kleinen modularen Reaktoren. Viele der neuen Reaktoren sind also kleiner, sie erzeugen aber auch weniger Energie. Also ein kleiner Kostenvorteil und Unfälle wären nicht so verheerend wie bei den großen Atommeilern. Doch was, wenn nicht die Technik, sondern der Mensch schuld am Unfall ist? So wie in Tschernobyl 1986. Die damaligen Operatoren wollten im laufenden Betrieb einen Sicherheitstest durchführen und begingen eine Reihe von Fehlern. Wie soll man das verhindern? Eine Fehlerquelle ist der Kontrollraum. Der stammt auch heute meistens noch aus den 60er Jahren und ist nicht besonders bedienungsfreundlich. Wir können die Sicherheit erhöhen, indem wir den Kontrollraum besser auf die Bedürfnisse des Menschen abstimmen. Dafür haben sie einen Kontrollraum digital nachgebaut. In den meisten derzeitigen AKW sehen die Knöpfe alle analog so aus, wie sie sich hier digital darstellen. Aktiviere Abkühlen.
Psychologe Ron Boring und sein Team simulieren jetzt einen Störfall. Um den Fehler zu finden und die Lage im Griff zu behalten, braucht es viele Menschen und noch mehr Anzeigen. Trotzdem bleiben die Kontrollräume meist unverändert. Ein Umbau ist zu aufwendig und kostet Millionen. Ist die Temperatur zwischen 270 und 290 Grad Celsius? Dass hier Fehler unterlaufen, erscheint menschlich. Eigentlich ein Argument gegen Atomkraft, oder nicht? Wie ihr seht, haben wir hier 10.000 Anzeigen auf vielen Bildschirmen. Oder wir packen alles auf einen einzigen Bildschirm, wie wir das für die neuen Reaktoren planen. So könnte der neue Kontrollraum aussehen. Künstliche Intelligenz, die Alarm schlägt, und grafische Darstellungen, die Tausende von Barometern zusammenfassen. Das hier muss im Optimalfall ein Kreis sein. Auch wenn du am anderen Ende des Raumes stehst, siehst du, dass da was nicht stimmt. Eine Garantie gegen menschliches Versagen ist das nicht, aber gemeinsam mit der neuen Reaktortechnik erhöht es die Sicherheit. Doch auch wenn es zu keinem Unfall kommt, bleibt die Frage, wohin mit dem Müll? Jedes Jahr entstehen weltweit 12.000 Tonnen hochradioaktiver Abfall, der teilweise 1 Million Jahre lang strahlt. Die Endlagersuche ist vor allem in Deutschland ein ewiges Streitthema. Doch auch dieses Problem wollen die Amerikaner lösen. Und zwar so. Die meisten jetzigen Atomkraftwerke nutzen nur 1 bis 5% des Brennstoffs, also der Energie. Der Rest ist Müll. Die neuen, schnellen Reaktoren können 80 bis 90% der Energie verwerten. Man hat also viel weniger Müll. Und das Verblüffende? Im Gegensatz zu normalen AKW können viele der neuen Reaktoren abgereichertes Uran als Brennstoff nutzen. Das steckt in unserem Atommüll. Der Reaktor kann den in Energie umwandeln. Übrig bleiben Abfälle, die teils gar nicht oder nur noch mehrere hundert Jahre strahlen. Klingt gut, aber da liegt laut Christoph Pistner das Problem. All diese müssten trotzdem in ein geologisches Endlager. Das heißt, bestenfalls, wenn alles funktionieren würde, würde man sich vielleicht ein bisschen Volumen in dem Endlager sparen. Man würde vielleicht geringere Wärmemengen eintragen, aber um eine geologische Endlagerung würde man sicherlich nicht drumherum kommen. Trotzdem, das Müllproblem wäre viel kleiner. Warum macht das dann niemand? Es ist auf jeden Fall möglich. Wir können das gewünschte Material herausfiltern, Brennstoff herstellen, wir können es verbrennen und recyceln. Aber es stellt sich die Frage, ob das wirtschaftlich ist. Wir müssen abwägen, ist es besser zu recyceln oder ist es billiger, ein Endlager zu bauen und es zu lagern? Die USA haben entschieden, dass sich die Kosten für das Recycling nicht lohnen. Eine gute Idee also, die aber erst einmal eine Idee bleibt. Doch brauchen wir Atomkraft, um uns vor dem Klimawandel zu retten? Das Argument der Befürworter, Kernenergie produziert Strom ohne CO2 auszustoßen. Das tun erneuerbare Energien auch. Doch auch Deutschland erzeugt bisher nur 46% regenerativen Strom. Richard Boardman aus Idaho glaubt daher an erneuerbare Energien in Kombination mit Atomkraft. Das Problem sind die Kosten. Erneuerbare Energien liefern nicht konstant gleich viel Strom. Und daher bräuchten wir für 100% sehr viel Stromspeicher. Und schon wieder geht es ums Geld. Um nur noch Naturstrom zu nutzen, muss jedes Land sehr viel investieren. Vor allem, wenn der Energiehunger weltweit weiter so stark wächst. Christoph Pistner empfiehlt, diesen Schritt trotzdem weiterzugehen. Es gibt mit den regenerativen Energien und Speichertechnologien genügend Alternativen, sodass wir auf die Atomkraft nicht zwingend angewiesen sind. Was denken Sie? Jetzt können Sie uns zum letzten Mal Ihre Meinung in der App mitteilen. Die Ansichten unserer Redakteurin haben sich tatsächlich leicht verändert. Ich würde auch heute noch sagen, in Deutschland sollten wir auf erneuerbare Energien setzen. Aber ich verstehe es, wenn andere Länder den neuen Reaktoren eine Chance geben wollen. Wir beurteilen Atomkraft auf Grundlage von alter Technik aus den 60er Jahren. Kaum jemand würde heute ein Auto aus dieser Zeit als sicher bezeichnen. Die neuen Reaktoren könnten tatsächlich einige Probleme in den Griff bekommen. Andererseits sind die Zweifel berechtigt. Nur langwierige Forschung kann die neuen Konzepte überhaupt marktreif machen. Und vieles ist noch nicht endgültig bewiesen.
Die Entwicklung kostet Geld, das wir auch in die Energiewende investieren könnten.